Heute haben wir Europa gerettet. Jedenfalls wurde uns das so vermittelt. Dieses Europa, von uns Bürgern doch so ungeliebt und unbeachtet. Doch unser Vizekanzler hat heute wieder alles gegeben für Europa. Die Menschen haben nun einmal das Vertrauen verloren, dass Europa ihnen gut tut und dass Europa richtig ist. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Vielleicht haben die Menschen das Vertrauen verloren, weil nicht mal unsere Parteien Europa wichtig fanden. Oder warum wurde und wird oft nur die zweite Garde nach Brüssel geschickt? Abgeordnete, die noch irgendwie ein Pöstchen brauchen. Abgeordnete, denen Europa so wichtig ist, dass sie nicht mal in die Sitzung gehen und trotzdem die Gelder dafür kassieren. Es ist eine jahrelang gepflegte Ignoranz gegenüber Europa, gerade auch von Seiten der Parteien. Eine Ignoranz, die sich übrigens, wie Ben Bolz und Johannes Jolmes feststellen mussten, ganz besonders am Verhalten einer sehr prominenten Europaabgeordneten zeigt. Silvana Koch-Merin diese Woche in Straßburg. Der Job der EU-Abgeordneten ist der einzige, der ihr nach der Affäre um ihre Doktorarbeit noch geblieben ist. Doch gilt sie in Straßburg nicht gerade als fleißig. Vor 2 Jahren machte sie Schlagzeilen mit angeblichen Fehlzeiten im Parlament. Und was sie heute macht, darüber redet sie nicht so gerne. Wir wollen mit Ihnen über Ihre Arbeitsmoral im Europäischen Parlament sprechen. Herzlichen Dank, aber kein Interesse. Wann waren Sie das letzte Mal im Petitionsausschuss? Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments. Es ist der einzige Ausschuss, in dem Silvana Koch-Merin Vollmitglied ist. Nur schwänzt sie leider permanent die Sitzungen. Margarete Auken, eine dänische Abgeordnete, kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal dort gesehen hat. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Ich könnte sie wahrscheinlich noch nicht einmal erkennen. Nach Panorama-Recherchen war Silvana Koch-Merin im Petitionsausschuss das letzte Mal im November 2009. 2010 und 2011 glänzte sie, das belegen die Protokolle, bei jeder Sitzung mit Abwesenheit. Bürger kommen in unseren Ausschuss, sie können dort vorsprechen, wir hören sie an. Und darum ist die bloße Anwesenheit auch so wichtig. Wenn du nicht da bist, dann respektierst du die Probleme der Bürger nicht. Ist es richtig, dass Sie in diesem Jahr noch nicht einmal im Petitionsausschuss waren? Glauben Sie nicht, der Bürger möchte da eine Antwort haben? Bei Parlamentssitzungen ist Koch-Merin zwar regelmäßig anwesend, aber Ausschussarbeit mag sie offenbar nicht. Auch im Ausschuss Industrie, Forschung und Energie, in dem sie bis Juni stellvertretendes und zeitweise Vollmitglied war, schwänzte sie fast jede Sitzung. Dabei ist Ausschussarbeit doch so wichtig im Europaparlament. Die eigentliche Arbeit, die Detailarbeit, findet ausschließlich in den Ausschüssen statt, sodass die Ausschussarbeit eigentlich die zentrale Arbeitsstelle ist für einen Abgeordneten in einem Parlament. Wenn sie dort nur ein Ausschussmitglied ist und gar nicht erscheint, dann arbeitet sie dort nicht. Und das bedeutet, sie kommt ihren Pflichten nicht nach. Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass Koch-Merin mit ihrer Arbeitsmoral Schlagzeilen produziert. Auch wenn ihr Förderer immer großzügig darüber hinweggesehen hat. Sie vertritt uns erstklassig im Europaparlament. Wenn sie denn dann mal da war. Die Niederung der Gesetzesarbeit war nie Koch-Merins Sache. Dafür aber ihr einzigartiges Politikposieren in bunten Blättern. Tja, die Frau Koch-Merin, das ist ja eine Kollegin, die ihre Aktivitäten in der vergangenen Wahlperiode mehr außerhalb des Parlaments entfacht hat als innerhalb des Parlaments. Und das führt vielleicht zu Popularität bei Leuten außerhalb des Parlaments und weniger bei Leuten innerhalb des Parlaments. Doch Koch-Merin haben solche Warnschüsse offenbar wenig beeindruckt. Bei der Kritik, mit der sie konfrontiert ist in der Öffentlichkeit, bei ihrem Doktortitel oder vor 2 Jahren bei der Anwesenheit im Europaparlament, da würde man doch eigentlich erwarten, dass sie sich jetzt besonders ins Zeug legt. Und das tut sie eben gerade nicht. Offensichtlich hat sie kein Gefühl dafür, dass sie für etwas gewählt worden ist und dafür auch arbeiten muss. Und nicht etwa, dass sie gewählt worden ist, damit sie vom Europäischen Parlament finanziert wird. Über 30.000 Euro monatlich kostet im Durchschnitt ein Europaabgeordneter den Steuerzahler. In ihr Wahlkreisbüro in Karlsruhe scheint Koch-Merin davon nicht viel investiert zu haben. Täglich haben wir in den letzten 2 Wochen versucht, dort jemanden zu erreichen. Guten Tag, Sie sind
verbunden mit der Vodafone Mailbox von 017 2845. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Blücherstraße 32, Karlsruhe. Hier soll das Wahlkreisbüro sein. Schilder gibt es viele, doch eines von Silvana Koch-Merin finden wir nicht. Immerhin aber eines von der örtlichen FDP. Angeblich, so teilt man uns mit, habe Koch-Merin hier einen Raum gemietet. Wann das Büro besetzt ist, wisse man aber auch nicht. Die Europaabgeordneten haben über 20.000 Euro für Personal zur Verfügung, was sie natürlich auch im Wahlkreis einsetzen können. Und da kann man eigentlich schon erwarten, dass dann das Büro zumindest erreichbar ist. Nach der Panorama-Anfrage setzt auf der monatelang nicht mehr aktualisierten Homepage von Silvana Koch-Merin übrigens rege Betriebsamkeit ein. Das Wahlkreisbüro, das noch vor ein paar Tagen unten auf der Seite stand, wurde kurzerhand von der Seite genommen. Als hätte es nie existiert. Und der Petitionsausschuss, der auf der alten Seite noch ihr aktueller Hauptausschuss war, hat plötzlich ein Verfallsdatum. 2011. Rege Betriebsamkeit auch im Bereich Silvana direkt. Man findet Meldungen datiert mit Juli und Juni, die vor ein paar Tagen noch nicht auf der Homepage waren. Jetzt stehen sie dort, als wären sie schon immer da gewesen. So kann man Aktivität vortäuschen. Die Arbeitsauffassung deckt sich wahrscheinlich mit der Arbeitsauffassung, mit der sie ihre Doktorarbeit erledigt hat. Das zieht sich offenbar durch ihr Leben und damit auch durch ihre Parlamentsarbeit. Frau Koch-Merin, muss ich darüber im Klaren sein, dass das Verhalten, das sie jetzt an den Tag legt, für niemand akzeptabel ist und es ihrer eigenen Partei und auch dem Europaparlament schadet. Man kann ihr nur raten, entweder wieder zur Arbeit zurückzukehren oder aber aus dem Parlament auszuscheiden. Und die FDP-Führung? Sie tut nichts und schweigt zur Nullbilanz. Genauso wie Silvana Koch-Merin. Warum wollen Sie nicht mit uns reden? Ihr Wahlkreisbüro ist nicht besetzt. Bekommen wir noch eine Antwort, Frau Koch-Merin? Wenn Sie die magische Verwandlung der Internetseite von Silvana Koch-Merin selbst beobachten wollen, dann schauen Sie doch mal auf unsere Internetseite panorama.de. Da haben wir das alles fein dokumentiert.